Das Frankenjura darf sich international schimpfen. Spanier, Tschechen, aus ganz Europa kommen die Lochklettergeilen angereist, um sich als buntes Völkchen an den Felsen zu tummeln. Und wir machen da weiter, wo man in Mallorca aufhört. Es hätte ein wunderbarer Tag werden können, inmitten italienischer und spanischer Familien, pulsierendes Getöse für die Seele. Wenn da nicht der gemeine, dumme deutsche Tourist wäre, der anstelle eines Handtuchs lieber sein Seil stundenlang komplett mit Echsen hängen lässt, um sich seine Routen zu reservieren und aber auch gar kein schlechtes Gewissen hat, alles zu blockieren. Was man mit dem Liegestuhl machen kann, geht doch auch am Felsen. Obligatorische Backpfeife an die Backpfeifen, so etwas haben selbst wir noch nicht erlebt. Das kann einem doch ziemlich den Tag vermiesen, wenn zum Teil 8 Touren den ganzen Tag blockiert werden. Und das natürlich nur zwischen dem 4. und dem 6. Grad. Doch zurück zum Felsen. 44 Routen in allen Schwierigkeitsgraden und das sehr gut abgesichert. Im rechten Teil sensationelle Überhangsrouten, hier dürfen nur die Großen ran. Auch die Routen am linken Teil des Felsens sind zu empfehlen. Wer mit dem Thema Lochklettern noch nicht per Du ist, sollte sich diesen Felsen unbedingt anschauen und ausprobieren. Familientauglich ist das Dingens übrigens auch. Die großen Flächen laden zum Faulenzen ein und die Zustiege sind alle schön zu erreichen. Kontaktfreudig wird man hier ja automatisch, denn dieser Felsen ist vor allem am Wochenende sehr, sehr stark frequentiert.